Heute ist der 13.07.2016. Für alle Leute, die gerne YouTube nutzen, ihr kennt das ja bestimmt, dass ihr oft einfach mal ein Lied und ein Video sucht, wo halt nicht so die Originalversion vorhanden ist, also nur Remixe, Cover und so, und ihr dann denkt, Mist, ja, oder wo es die halt GEMA irgendwie verboten hat, aufgrund das Einwand, dass der GEMA dieses Video halt nicht verfügbar ist oder nicht abspielbar ist, oder zumindest hier in Deutschland nicht abspielbar ist. Weil ich sehe das immer wieder so bei YouTube-Videos, wie sich Leute darüber aufregen, meiner Meinung nach zu Recht. Wobei ich mich, wenn dann näher mit der GEMA befassen müsste, um letztendlich da ein Urteil drüber bilden zu können. Da habe ich aber nicht wirklich Bock drauf. GEMA ist doch, ich glaube wirklich so überflüssig, weiß nicht, wie es SSL-Forum und gute Frage nett. Leute, wenn immer ihr auf YouTube ein Originalvideo nicht findet, dann guckt auf Dailymotion. Nicht MyVideo oder so, weil MyVideo ist der letzte Rotz ohne Mist. Also allein die Aufmachung und so, also das Layout quasi, die Gestaltung von MyVideo und finde ich überhaupt, wenn man das Video da anklickt und so bei MyVideo, ich finde es einfach schrecklich. Ich konnte da noch nie was abgewinnen von MyVideo. Weder 2012 noch 2016. Ich war da auch monatelang nicht mehr drauf. Ganz schrecklich. Aber als gute Alternative, falls bei YouTube ihr irgendein Video nicht findet, guckt auf Dailymotion. Wenn ihr ein Video im Original oder das, was ihr wollt, weder auf YouTube findet, noch auf Dailymotion, dann könnt ihr es in der Regel zu 99,9% vergessen. Aber ich habe das schon sehr, sehr, sehr oft erlebt, dass, wenn ich was auf YouTube nicht gefunden habe, dass es auf Dailymotion drauf war. Den Link zu Dailymotion gibt es in der Beschreibung. Müsst halt nur gucken. Negativ bei Dailymotion ist, dass es sowohl bei der App am Handy als auch bei mir beim Laptop so ist, dass wenn man das Video anklickt, dass das ziemlich lange lädt, ehe das halt losgeht. Ja, bei YouTube, da klickst du es an und dann dauert das wenige Sekunden und dann startet das Video. Bei Dailymotion dauert das immer ziemlich lange. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Da haben die wahrscheinlich irgendein Serverproblem oder so. Keine Ahnung. Aber ansonsten, die haben das halt. Ja, selbst wenn das bei YouTube per GEMA verboten worden ist, bei Dailymotion gibt's das. In der Regel. Also das nur mal für die Leute halt, die da immer gefrustet sind, kann ich auch verstehen. Ja, denken, Mist, ja. Jetzt gibt's das bei YouTube nicht, da kann ich das knicken. Dann guckt auf Dailymotion. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Video, was ihr bei YouTube nicht findet, auf Dailymotion gibt. Wenn es da nicht gibt bei Dailymotion, wie gesagt, dann könnt ihr es in der Regel komplett knicken. Ja, dann hilft nur noch Google-Suche, dann findet ihr es vielleicht bei Wevo, also V-E-V-O. Kann auch sein, dass es das da gibt. Aber ansonsten, also Dailymotion ist eine sehr gute Alternative zu YouTube. Hat aber bei Weitem jetzt halt nicht den Reichweitenkreis von YouTube. Ja, also das kann euch ja aber egal sein. Ja, ihr wollt ja nur das Video anschauen. Ja, also da gibt es halt nicht so viele Aufrufe von den Videos, aber das ist ja egal. Das nur mal so als Tipp.